Wir beginnen mit dem Jufka-Teig, denn diesen solltet ihr aus dem Kühlschrank nehmen, bevor ihr mit der Zubereitung beginnt. Nur ein Jufka-Teig auf Zimmertemperatur wird euch später auch beim Zusammenziehen nicht reißen. Dieser Teig ist übrigens nicht gesponsert und es soll auch keine Werbung sein. Ich zeige ihn euch nur deswegen, weil ich möchte, dass zumindest meine Zuseher aus Österreich die Möglichkeit haben, die gleichen Produkte wie ich zu verwenden. Das Gute an diesen Teigblättern ist, dass sie schön dünn sind und auch die ideale Größe für dieses Rezept haben. Das heißt, die einzelnen Blätter sollten schön dünn sein und sie sollten sich für Süßspeisen wie Baklava eignen. Nehmt die einzelnen Blätter aus der Verpackung, rollt sie vorsichtig auf, damit sie euch nicht brechen und deckt sie schließlich mit einem Küchentuch ab, damit sie nicht austrocknen. Jetzt folgt das Werkzeug, welches ihr für die Nester braucht. Dieses ist ein wenig ungewöhnlich, aber es funktioniert. Ihr braucht zum Beispiel eine dicke Stricknadel oder ihr nehmt so eine Beschwerstange für Schiebevorhänge, die gibt es in jedem gut sortierten Möbelhaus zu kaufen. Anschließend schmelzt ihr noch die Butter, die sollte schön heiß sein und bestreicht damit ein großes Backofenblech. Im nächsten Schritt bereitet ihr die sogenannte Agda, also den Sirup, mit dem die Nester später getränkt werden, zu. Vermischt das Wasser mit dem Zucker und kocht das Ganze erstmal auf. Diese Mischung wird nach dem Aufkochen etwa 15 Minuten lang geköchelt, ohne die Hitze zu verringern. Der Sirup sollte schön sprudeln und wenn er fertig ist, nehmt ihr ihn einfach vom Herd und lasst ihn auskühlen. Und jetzt folgt der interessanteste Teil, nämlich das Aufrollen der Jufka-Teigblätter. Dafür nehmt ihr ein Blatt und bestreicht dieses sorgfältig mit Butter. Es sollte also keine größeren trockenen Stellen geben. Achtet auch darauf, dass ihr von der Butter, die ihr geschmolzen habt, nur den gelben, durchsichtigen Teil verwendet und nicht den milchigen, denn dieser neigt dazu, dann später beim Backen zu verbrennen. Dann klappt ihr den unteren Teil etwa 2 bis 3 cm zur Mitte hin um. Das mache ich deswegen, weil ich vermeiden möchte, dass das Stäbchen, mit dem ich das Ganze aufrolle, dann gleich fettig wird. Jetzt wird der Jufka-Teig schön fest aufgerollt, allerdings nicht ganz. Ihr solltet am Ende so 2 bis 3 cm übrig lassen, die bilden dann später die Mitte des Nests. Drückt den aufgerollten Teig von beiden Seiten zusammen und zieht das Stäbchen raus. In diesem Schritt zeigt sich auch, ob ihr den Teig rechtzeitig aus dem Kühlschrank geholt habt, denn in diesem Fall bricht er nämlich ganz gerne, wenn er noch zu kalt ist. Legt die zwei Enden so zusammen, dass sie einen Kreis bilden und den überschüssigen Teig drückt ihr in der Mitte zusammen. Gebt die Nester so aufs Blech, dass euch die Enden nicht wieder aufgehen können. Wie das aussieht, seht ihr gleich. Den gleichen Vorgang wiederholt ihr übrigens mit allen anderen Teigblättern. Wie ihr seht, habe ich die fertigen Nester ziemlich eng aneinander gelegt, damit sie auch nicht aufgehen und bestreiche sie vor dem Backen nochmal mit Butter. Die heißen gebackenen Nester werden jetzt mit dem kalten Sirup übergossen. Am Anfang schwimmen sie noch darin, nach 10 Minuten etwa haben sie aber das meiste schon aufgesogen. Danach lasst ihr sie auskühlen und könnt sie schließlich befüllen. Ich verwende fein gemahlene Pistazien, Nüsse oder Kokos. Nach dem Befüllen solltet ihr die Nester in den Kühlschrank geben, am besten für ein paar Stunden, denn ich finde, dass sie gut gekühlt am besten schmecken.
Im Rezept auf meiner Website findet ihr auch ein paar Tipps, wie ihr diese leckere orientalische Süßspeise auch einfrieren könnt. Das geht nämlich wunderbar und so habt ihr immer etwas auf Vorrat. Diese kleinen Nester sind, wie ich finde, optisch einfach wunderschön und sie sind eine tolle Alternative für all jene von euch, die mal etwas anderes als Baklava ausprobieren wollen.